Jetzt geht's los. Viel Spaß bei Flensdown TV mit B3, die Praxis. Beraten, begleiten, behandeln. Wir sind auf der Road to Weizbühl. Flensdown TV ist wieder am Start. Ich bin Manuel und das sind unsere Themen für heute. Heute bei Flensdown TV. Die letzten Infos zum Weizbühl Open Air aus erster Hand. Und Ghost Trip live und unplugged im Studio. Jetzt bei Flensdown TV. Das Weizbühl Open Air rückt immer näher und nächste Woche ist es schon soweit. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier unser Studio auch schon dekoriert. Und zu diesem Anlass haben wir uns die beiden Organisatoren, Katja und Janni, zu uns ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und Janni, erstmal vielen lieben Dank, dass du nochmal gekommen bist. Du bist nämlich der erste Gast, der das zweite Mal hier ist. An meiner Stelle ist jetzt allerdings nicht mehr der Max, sondern ich bin halt ich. Ja. Und genau. Und zu der Wiederauferstehung vom Weizbühl. Wie ist euer Fazit vom letzten Open Air? Also vom letzten Open Air ist wirklich bombig gewesen. Also wir haben uns das eigentlich nicht erträumen lassen, dass es so gut gelaufen ist. Mhm. Wir haben wirklich beim ersten Mal bei der Neuauferstehung 2800 Leute circa gehabt. Wow. Auf einem Tag, auf einer Bühne mit 10 Bands. Das ist viel, ja. Das war Wahnsinn. Ja, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Toll. Oh, das war richtig gut. Wie lange war die Pause dazwischen? Das 12 Jahre. 12 Jahre. Also 2001 war das letzte Mal Weizbühl Open Air. Das gab es von 81 tatsächlich, von 81 bis 2001, 20 Jahre lang. Wow. Dann wurde es eingestellt und wir haben gesagt, wir sind Kinder vom Weizbühl Open Air von früher. Dann habt ihr es in die Hand genommen. Dann haben wir gesagt, nun machen wir es wieder. Mhm. Und wirklich mit großem Erfolg. Das war eine ganz, ganz tolle Wiedergeburt. Super. Und was ist jetzt anders? Was gibt es für Veränderungen? Gibt es Verbesserungen? Ja, zum letzten Jahr gibt es die Verbesserung halt, dass wir auf 2 Tage gehen jetzt. Haben 3 Bühnen insgesamt, haben 30 Bands, wow. Richtig gute schon dabei, also wirklich richtig gute dabei. Wir haben 3 richtig gute Headliner, das ist einmal Matzen, Lordi und Satatio Mortis. Genau. Das ist schon eine große Nummer. Schon was richtig Großes, ja. Ja, mit den Kostümen dazu. Ja, wenn du Lordi mal siehst, ne, Lordi haben die ganzen Welt bereist und auf allen großen Bühnen der Welt gespielt und haben den Grand Prix 96 gewonnen. Genau, haben wir alle mitbekommen. 2006 gewonnen und Wahnsinnsband, ne? Wow. Wir freuen uns tierisch auf die. Matzen genauso, wir freuen uns tierisch. Ja, wir hatten vor 2 Wochen, hatten wir Rose Apple hier bei uns zu Gast in der Sendung. Und habt ihr so einen Favoriten, wo ihr sagt, das ist so das, worauf da brennt unser Herz für, da freuen wir uns am meisten drauf, als wären wir selber die Festivalgänger. Ja, also ganz, ganz, ganz bestimmt sind das die abstürzenden Brieftauben. Die abstürzenden Brieftauben, mit denen sie mir, ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke, hier. Wow, gehen die Haare hoch. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich an die denke. Wir sind groß geworden mit denen, haben so viel gefeiert auf die früher. Super. Und die haben 1996 haben die sich leider aufgelöst damals und sind jetzt wieder zurück. Ne? Die haben so ein Underground-Konzert gegeben in Husum. Da waren wir eingeladen und haben die dann mal besucht. Und ganz tolle Leute. Ne? Wir freuen uns so dermaßen auf die. Toll. Das ist unfassbar. Schön. Und wie sieht es aus mit Tickets? Wo bekommt man die? Gibt es Vorverkaufsstellen? Steht wahrscheinlich alles auf dem Flyer drauf. Ne? Also die Tickets gibt es über die Homepage. Da stehen die Vorverkaufsstellen drauf. Mhm. Oder online zu bestellen über deinetickets.de. Super. Also das sollten wir, gerade wir jungen Leute mit Internet, auf jeden Fall hinbekommen. Genau. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den Trailer an, wie das Ganze aussieht. Und damit die Leute dann auch wissen, wie sie direkt an Karten kommen. Deutschlands nördlichstes Rockfestival ist zurück. Dithmarscher Pilsner präsentiert das Weizbühl Open Air 2014 an Himmelfahrt. 28. und 29. Mai. Hey, rock mit uns durch diese Nacht. Eine Nacht, die nie zu Ende geht. Das ist das Weizbühl Open Air. Mit dabei Matzen, die finnischen Monsterrocker Lordi, Saltatio Mortis, Rod von den Ärzten mit Mass Shake und viele mehr. Jetzt Tickets sichern unter waldspiel-openair.de. Waldspiel Open Air, das ist legendär. Toller Trailer. In dem Trailer ist die Hymne von der Band Lautstark zu hören. Und zufälligerweise haben wir die Jungs heute auch bei uns im Studio. Herzlich willkommen Lautstark, schön, dass ihr hier seid. Ja, danke. Genau, eure Hymne im Trailer von Waldspiel Open Air. Wie kam es dazu? Was habt ihr gedacht? Ich antworte mal. Mhm. Also wir haben uns einfach beworben, ganz normal.
ich glaube per E-Mail war das, ne? Mhm. Und ja, dann kam Jani auf uns zu und sagte, er hat sich das angehört und ist total begeistert und findet die Musik total gut, ist genau sein Ding. Mhm. Und hatte sich die Songs angehört und einer unserer Songs kam recht nah, dass er passen könnte. Mhm. Und hat uns dann halt gebeten, ob es nicht die Möglichkeit bestände, dass wir das quasi umschreiben. Mhm. Ja, haben wir natürlich sofort zugesagt, weil das für uns natürlich eine Ehre, dass man dann sowas machen darf. Ja. Ja, haben wir alles umgeschrieben und ich denke, das passt gut. Also auch... Also ich höre raus, das ist, letztes Jahr wart ihr nicht dabei, sondern dieses Jahr das erste Mal und genau. Dann direkt mit dem Trailer. Genau, also hat sofort super geklappt. Voll Dröhnung. Genau, sind wir auch echt dankbar. Drüber. Schön, und nächste Woche geht's los und seid ihr schon heiß? Also ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ordentlich geprobt natürlich, also auch ein bisschen aufgestockt die Proben, dass auch alles hinhaut und ja, sind eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das gut rocken werden. Sehr schön. Ja, genau, wer lautstark ist und wie das Ganze aussieht, das... seht ihr jetzt mal im folgenden Trailer. Ja, tolles Video. Das Video werden wir vielleicht im Sommer noch häufiger sehen und zwar zur Weltmeisterschaft. Was steckt dahinter? Irgendwie habt ihr da versucht, jetzt versucht ihr gerade so einen WM-Song? Hofft ihr darauf, dass da jemand... Ja, wir haben schon zur EM einen Song damals gemacht, allerdings noch unter einem anderen Namen. Das war quasi ein Projekt. Mhm. Und daraus ist im Grunde genommen auch diese Band erst entstanden. Ach. Also, und... Ja, wir haben uns natürlich jetzt gesagt, wir möchten nicht wieder einen Song machen, der nur auf die WM gemünzt ist, sondern wir möchten auch das, einen Song kreieren, den zum Beispiel auch ein Sportverein für sich nutzen kann oder auch jemand, der sein Abi gemacht hat auf einer Abi-Party. Mhm, und deswegen ist dieser Song für alle großen Sachen geeignet, die irgendwie, ja, so ein bisschen, das, er soll als Hymne gelten, ne? Für alle möglichen Events. Super. Und ihr seid zwar selber Act auf dem Open Air, aber habt ihr selber eine Band, wo ihr sagt, auf die freut ihr euch? Die wollt ihr gerne sehen? Ja, ich freue mich ganz doll auf Saltatio Mortis und generell finde ich sowieso gut, dass auch so viele regionale Bands dabei sind. Mhm. Also mit manchen hat man selbst schon so ein bisschen Kontakt auch, sei es über Facebook oder andere Medien. Ja. Und das gefällt mir auch sehr gut. Ja, ja. Da freue ich mich sehr drauf. Wird die ganze Ortschaft noch ein bisschen hervorgehoben. Wahrscheinlich habt ihr euch dabei auch was gedacht, oder? Ja. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die halt die regionalen Bands mit reinkriegen. Wir haben hier mit dem Musikerstammtisch zum Beispiel in Flensburg haben wir uns getroffen und haben da so eine kleine Abmachung gemacht und dass wir da ein paar Bands vorgestellt bekommen, die wir da so ein bisschen unterstützen können in unseren Möglichkeiten halt. Ne? Und wenn man so drauf guckt auf den Flyer, da sind einige lautstark ja genauso. Wir haben sehr, sehr viele regionale Bands, die aus der Gegend halt kommen und da legen wir wirklich sehr, sehr großen Wert drauf. Ne? Ja, super. Die Unterstützung, die muss einfach sein. Klar. Ne? Das muss einfach sein. Ja. Ich denke, das ist schwer genug für eine Band, überhaupt einen Slot zu kriegen, also einen Auftritt zu kriegen irgendwo. Und, das ist eine super Möglichkeit für Bands. Toll. Und die Möglichkeit ist halt da bei uns. Ja, super. Alles klar. Dann vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Dann wünsche ich euch auf beiden Seiten, auf der Bühne, hinter der Bühne, ganz viel Spaß beim Festival. Vielen Dank. Und wir werden auch vor Ort sein, vielleicht sehen wir uns ja und werden berichten. Und dann in der nächsten Ausgabe werdet ihr dann den Bericht sehen vom Waldspiel Open Air. Und wir waren noch mit Freikarten in der Flensburger Innenstadt unterwegs, um zu schauen, was die Leute alles dafür tun, um eine Karte zu ergattern. Und was da passiert ist und was die Leute sich alles angetan haben, das seht ihr im folgenden Beitrag. So, ich habe hier zwei Waldskarts, wer nicht weiß, was es ist. Das sind Festivaltickets fürs Waldsbühl Open Air und die werde ich jetzt verschenken eigentlich an zwei glückliche Menschen, die ich mir völlig random jetzt aussuchen werde. Hallihallo! Genau. Hörst du Musik? Ja, klar. Was denn so? American Rap. Okay, nur Rap oder hörst du auch so Matzen oder Lordi? Nee, nur Rap. Nicht so dein Ding? Ja, nur Rap eigentlich. Und was mit dir? Ja, ich höre auch so Sachen. Du hörst auch so Sachen? Und hättest du vielleicht Bock,
aufs Walsbüro um mehr zu gehen. Da bin ich schon, hab ich da schon. Da bist du schon. Ich wollte dir gerade eine Karte schenken. Schenken? Wie jetzt? Du hast Bock. Das ist ein Witz, oder? Du hast Bock und du hast Zeit. Schlecht. Witz, oder? Sicher? Dann bist du die glückliche Gewinnerin einer Walskart für das Walsbüro um mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Viel Spaß. Nice. Dankeschön. So soll das sein. Oh, sprachlos. Ja, mal krass. Ja, viel Spaß. Auch noch eine. So, wir haben jetzt hier jemanden, der das ganz toll bereut, dass er nicht gesagt hat, dass er Lordi hört, ne? Ja, Lordi ist doch ganz cool. Ja. Und du hast jetzt angeboten, hier wirklich Einsatz zu zeigen, um dieses Wahlticket hier zu bekommen, mein letztes. Richtig. Dürfen wir deinen Vorschlag nochmal aus deinem Mund hören? Nicht, dass hier jetzt gesagt wird, wir haben dir das irgendwie... Ja, nun ja, ich habe mich angeboten, mich hier zu entblößen. Ja, also meine Boxershorts werde ich natürlich anbehalten. Ja, das ist völlig in Ordnung. Und dann werde ich hier einmal die Straße auf und ablaufen. Okay. Und hoffe dann, dass es reicht. Ja, ich stehe im Ziel und winke mit deiner Wahlskarte. Ja, das kannst du machen. Alles klar. Wo ist denn das Ziel? Wo ist denn der Anfang? Ja, das Ziel, ich stelle mich da hin, da wo diese Plopflagge, die erste hier gerade steht, ne? Und dann, go for it. Dann geht's los. Los! Noch einmal dein Walsbüll! Was? Walsbüll! Komm da hin! Ich wünsche dir viel Spaß! Dankeschön. Ganz viel Spaß! Und euch auch! Und überhaupt allen! So kann das gehen, ne? Das nenne ich Einsatz. Der hat die Karte verdient. Ja, so soll das sein. Jetzt freue ich mich auf die Band, die unser Produzent vor ein paar Wochen live im Volksbad gesehen hat. Unser Produzent war so dreist und hat die einfach mal direkt angesprochen und gefragt, ob die nicht mal bei uns live im Studio vorbeikommen wollen. Und hier sind sie, Ghost Trip, bei uns im Studio. Erstmal Kompliment, es ist eine Premiere für uns, dass eine Band vollständig anwesend ist. Normalerweise fehlt immer einer. Also an der Stelle schon mal vielen lieben Dank. Und ihr seid Felix, Mathis, Jens und Samuel. Genau. Ihr seid alle so zwischen 18 und 19 Jahre alt und euch gibt es seit 2010. Und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie kamt ihr zusammen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Also, es begann damit, dass die beiden hier, Jens und Felix, haben sich früher öfters getroffen, Musik gemacht. Und dann, ja, dann kam es dazu, dass wir beide irgendwann dazu kamen und das hat sich alles so ein bisschen langsam entwickelt und jetzt alle Hintergründe da aufzurollen, ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ja. Also hauptsächlich so durch Schule. So, hauptsächlich, also ja, okay. Haben wir uns durch die Schule kennengelernt. So. Die beiden hier, Jens und Felix, die haben sich schon vorher kennengelernt, haben ein bisschen bei Felix im Wohnzimmer schon mal Gitarre und Schlagzeug. Mhm. Und dann kamen Felix und ich irgendwann dann in eine Klasse und dann hat er gesehen, dass ich ein paar Gitarren im Zimmer stehen habe, hat gefragt, ob ich noch mal dazu kommen will und dann... So, kam dann Samuel dann auch irgendwann. Der Klassiker irgendwie, ne? Ja, genau. So, irgendwie kommen den Musiker dann doch alle zusammen und auf einmal ist es eine Band. Ja, das fing halt damit an, dass ich mir irgendwann eine E-Gitarre gekauft habe. Und dann ist mir eingefallen, Felix, mit dem war ich in der Grundschule zusammen, in der Klasse. Und dann ist mir eingefallen, ja, der spielt ja Schlagzeug, kann ich mal vorbeischauen. Und dann, ja, und dadurch irgendwann kamen die anderen noch dazu. Ja. Genau, und aktuell arbeitet ihr gerade an einem Demo-Album, so habe ich das verstanden, das habt ihr mir vor der Sendung erzählt. Wann ist damit zu rechnen und wie wird es klingen? Ja, also wir haben noch nicht angefangen, das geht halt jetzt in ein paar Wochen los quasi, mhm. Machen wir mit einem Freund zusammen und ja, wie wird das klingen? Ja. Schwierig. Soft wahrscheinlich nicht. Soft nicht, also... Wie kann man schon mal ausschließen? Ja, mal das. Also mit dem wir aufnehmen, das ist der Matthias Runge von Warm Tape, der Gitarrist. Mit dem haben wir uns ja zusammengeschlossen und dann, ja, wie wird das klingen? So nach... Ja, also es wird so relativ hart, glaube ich so. Vielleicht für einige zu weich, aber wir finden das schon so ordentlich deftig. Mhm. Es wird so ekstasierender Hardrock sein oder so. Oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. So ein bisschen experimentell. Okay. Also ich würde sagen, so die Lieder bauen sich immer so auf. Die fangen meistens ein bisschen ruhiger an und werden zum Ende dann immer ein bisschen härter so. Okay. So kann man das eigentlich beschreiben. Und wie macht ihr es mit den Songs? Ihr komponiert ihr alles selbst?
Nehmt ihr es auch dann? Habt ihr jemanden bei euch in der Gruppe, der jetzt zuständig dafür ist und der andere ist zuständig dafür? Nicht oder? Direkt, wir machen das immer so. Also Mathis schreibt meistens die Lyrik. Das ist meistens so. Und dann hat man irgendwelche Ideen, dann trifft man sich, dann machen wir Bandprobe, dann jammen wir irgendwas, dann singt Mathis irgendwas und irgendwann entsteht daraus halt ein Lied. So. Mhm. Okay. Und ihr habt letztens im Volksbad als Vorband gespielt, genau. Und mich würde mal interessieren, was war dann so euer coolster Gig bisher? Woran ihr euch erinnert und sagt, wow, das war, weiß ich nicht. Ja. Dann haben wir voll die Bühne gerockt. Ja, sag mal du. Meine Top 3, also der, ich fand den geilsten war jetzt auch der im Volksbad, den wir hatten. Also es war so, da war das Publikum echt richtig stark. Wir waren auch so ganz gut drauf, irgendwie war das ganz geil. Und sonst waren wir noch wo waren wir noch? In der Traum GmbH in Kiel, das war ganz cool, und im Kühlhaus. Mhm. Das waren so meine Lieblingsauftritte. Wie wäre das so mit dem Walzbill Open Air? Wäre das was für euch? Weil wir hatten ja eben die Organisatoren hier. Also wir haben da ganz gute Kontakte. Ja klar, also auf Open Air stehen wir auch. Also nicht nur in kleinen Clubs, also es schockt immer. Ja, genau. Das klingt ja alles schon mal ganz vielversprechend. Und wir werden euch dann auch gleich nochmal hören, live hier bei uns im Studio. Und habt ihr noch was ihr unbedingt loswerden wollt? Wo man euch jetzt nämlich sieht. Gerne eine Stille. Also für die uns nicht kennen, wir sind auch im Internet aktiv. Da wird man, wenn man uns da folgt, da wird man immer auf den neuesten Stand gehalten. Und das ist immer blöd, wenn man so die genauen Daten von Auftritten immer vergisst. Aber wenn man im Internet uns verfolgt, dann weiß man schon, wo wir spielen. Alles klar. Gut, dann gibt es gleich Ghost Trip mit ihrem Song Moonshiners live bei uns im Studio. Seid gespannt. Deutschlands nördlichstes Rockfestival ist zurück. Dithmarscher Pilsner präsentiert das Waldsbühl Open Air 2014 an Himmelfahrt. 28. und 29. Mai. Hey, rock mit uns durch diese Nacht. Eine Nacht, die nie zu Ende geht. Das ist das Waldsbühl Open Air. Mit dabei Marzen, die finnischen Monsterrocker Lordi, Saltatio Mortis, Rod von den Ärzten mit Mass Shake und viele mehr. Jetzt Tickets sichern unter waldsbühl-openair.de. Waldsbühl Open Air, das ist legendär. Und jetzt live bei uns im Studio Ghost Trip mit Moonshiners. Viel Spaß. In the moonshine.
Yeah, dankeschön, sehr gut, sehr schön, geiles Ding, Hammer. Ja, das war Flintstone TV für heute. Im Juni ist wieder Valeria für euch im Studio. Ich bin dann wieder nach der Sommerpause am Start und bis dahin auf Wiedersehen, tschüss und bis bald. Wir befinden uns auf der Road to Weizbühl. Herzlich willkommen bei Flintstone TV. Ich bin Manuel, ich glaube, das erste war schon gut. Wir waren noch mit Freikarten in der Flensburger. Jetzt muss ich jetzt darüber nachdenken. So, ich bin wieder wach. Das war's. Bis zum nächsten Mal mit Flensdown TV und B3, die Praxis.